Ich habe gar keine Erwartungen an das heutige Video. Get fit with Domme, das Sofa-Workout. Domme macht Sport. Könnt ihr das überhaupt lesen da hinten? Hä? Ich habe das R verloren. Domme macht Sport ist das Video, auf das wir heute reagieren werden, von unserer Lieblingsschauspielerin aller Zeiten. Domme halt. Das hier ist das Video, auf das wir heute reagieren werden. Bevor wir jetzt allerdings auf Play klicken, schauen wir uns erstmal einige Kommentare unter diesem Video an. Wie viel wiegt Domme? Ein Like, ein Kilo und 1483 Likes. Wer wartet auch schon auf die nächste Reaction von Luca? Domme hat hinten genauso viel Brust wie vorne. 99% von Dommes Gehirn besteht aus Essen. Und dann halt noch tausende weitere Kommentare von wegen, ich soll da darauf reagieren. Ja, mache ich ja jetzt heute gerade. Genau. Und wir haben für die heutige Reaction auch wieder einige Bingo-Sätze vorbereitet, die ihr mir unter meine letzte Domme-Reaction geschrieben habt. Marianne gibt unmenschliche Beleidigungen bzw. Schimpfwörter von sich. Domme isst am falschen Zeitpunkt etwas, also beim Abnehmen oder unter Mariannes Aufsicht. Domme, was machst du da? Ey, wo soll das denn landen? Ich will doch nicht zu den Olympischen Spielen. Domme, was hast du denn jetzt vor? Was machst du? Ja, mal abwarten, ob heute ein Bingo-Satz drin vorkommen wird, weil in den letzten beiden Domme-Reactions kam ja kein einziger Bingo-Satz drin vor. Von daher klicke ich jetzt mal lieber direkt auf Play. Okay, Domme geht mit ihrer Tochter und mit Tante Marianne zum Pippolino. Das ist ein Kinder-Spielparadies. Ich weiß jetzt schon, worauf das hinauslaufen wird. Dann habe ich diesen Süßigkeitenautomaten da gesehen. Und der Weg zu dem Kinderland, der war ja schon so anstrengend, hat mich richtig hungrig gemacht. Und dann habe ich da an der Seite diesen Roller Alter. Gesehen und hab mir gedacht, damit bist du doch viel schneller da. Was hast Will die jetzt auf diese Roller hier drauf gehen? Viel Glück, Domme. 12 seconds later. Es war klar. Dieser Roller ist in zwei Teile, aber die ließ sich gar nicht aufhalten. Die rannte zu dem Süßwarenautomat. Mein Gott, das ist so ein verfressenes Luder. Zählt verfressenes Luder schon als Marianne-Beleidigung? Also, das war ja hier der Kommentar, aber ich glaube, das zählt noch nicht. Verfressenes Luder ist jetzt nicht so exotisch. Hör mal, was willst du denn hier? Haben wir nicht denn, was willst du denn hier, Kommentar? Domme, was hast du denn jetzt vor? Nicht ganz. Und denk mal über den Roller nach, meine Liebe. Das ist nicht gekommen, weil du falsch gefahren bist, sondern weil er wohl auch wieder... Ich finde es heiß, dass im Hintergrund halt noch eine Kamerafrau von RTL rumläuft. Dass die aus dem Bild gehen, nee, das muss nicht sein. Wir waren im Kinderland, das ist doch genauso, als wenn du in ein Café gehst. Dir wird gesagt, aber hol dir ja keinen Kuchen. Das war der vorne und hinten keinen Sinn. Und da war da dieser Eisautomat mit diesem Nein. Eisbär drauf. Und der Eisbär, der rief schon richtig. Nein. Hol dir ein Eis, Domme. Ja, guckst du mal gerade nach der Kleinen, ich muss mal eben aufs Klo. Oh. Leute, es ist zwar noch nicht passiert, aber das wird der erste Bingo-Gewinner heute sein. Domme ist am falschen Zeitpunkt etwas, also beim Abnehmen oder unter Mariannes Aufsicht. Alter. Ey, Kameraaufnahme hier gerade. Tickst du nicht richtig oder was? Du bist hier zum Spielen mit deiner Tochter. Können wir das auch mal, wenn wir mal weggehen? Das eine Eis, immer nur eins, eins, eins. Kilos werden immer mehr. Weißt du, demnächst kannst du nicht mehr die Treppe runterlaufen. Dann bricht das ganze Treppenhaus zusammen, wenn du so weitermachst. Dann bricht das ganze Treppenhaus zusammen. Also ja, herzlichen Glückwunsch an Sunny Sunshine hier. Du hast den ersten Bingo-Platz belegt diesmal. Ich gratuliere dir vom ganzen Herzen. Glückwunsch. Entschuldigung, was machen Sie da? Ich wollte ein bisschen hüpfen. Ist für Kinder. Das trägt Ihr Gewicht nicht. Wenn ich das dann so ganz kurz mache, dann rechnet sich das. Sie sind einfach zu schwer dafür. Das geht nicht. Kommen Sie da runter. Quatsch, das geht schon nicht kaputt. Ich wollte ja nur ein Minütchen darauf rum. Stimmt, das stimmt. Das hat sich ja irgendwie ausgeglichen. Ja, stimmt. Macht ja auch Sinn. Nein. Nein. Jetzt, die gehen doch jetzt nicht. Nein, ihr geht doch jetzt nicht wirklich zu dem Autoscooter da. Alter. Domme. Die hat... Ey. Mal ganz kurz zum Kommentar, ne? Die hat halt wirklich hinten mehr Brust als manche Mädels vorne. Ich hoffe, ihr versteht, dass das hier alles nicht ernst gemeinte Beleidigungen oder irgendwie sowas sind. Ich feiere Domme ungemein. Und Domme, falls du das Video hier sehen solltest, ich hätte mega Bock, dass wir mal zusammen ein Video aufnehmen. Aber wir schauen erstmal, wie die ganze Situation am Autoscooter jetzt vonstatten geht. Oh, wow. Das fand ich so peinlich, riefen die über Lautsprecher durch. Die dicke Frau aus Wagen 7 möchte bitte den Wagen verlassen. Was? Ist er...
Hä, das haben die rausgeschnitten. Die dicke Frau aus Wagen 7. Die dicke Frau aus Wagen 7, bitte umgehend aussteigen. Wenn die das durchgesagt haben. Also die Szene mit dem Autoscooter wurde wohl irgendwie aus diesem Video hier rausgeschnitten. Deswegen haben wir uns das gerade nochmal in einem gesonderten Video angeschaut. Aber jetzt geht's weiter mit Dommes Tag im Spieleparadies. Ich weiß auch gar nicht, warum es bisher Get Fit with Domme heißt. Bisher hat sie eigentlich nur ein Eis gegessen. Weißt du was? Was hältst du denn vom Fitnessstudio? Nichts gegen Domme, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob sie auf das Gerät passen würde. Naja gut, okay, ich weiß ja was, ich kenne da so einen Laden. Da gibt es Fitnessgeräte. Marianne Ehrenfrau, Alter, das muss man einfach so sagen. Die unterstützt die Domme, wo sie nur kann. Auf dem Weg zum Sportladen zieht die sich 6 Donuts rein. Also, ich find's schon immer krass, wenn ich im Gym bin und dann Leute da rausgehen und sich danach irgendwie so ein Fleischwurstbrötchen mit Fettbutter reinziehen. Domme ist das absolute Ultimatum. Das ist aber toll. Kann man das irgendwie verlängern? Wozu? Ja, so vom Sofa bis zum Kühlschrank wäre das ganz praktisch. Nein! Nein! Nein, das kann nicht sein. Das hat sie nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt. Vom Sofa bis zum Kühlschrank. Immer wenn ich mir so eine Folge von Domme angeschaut habe, muss ich danach 3 Stunden Yoga machen. Kriegt man da irgendwie Zuschüsse vom Amt für? Nein, das mit Sicherheit nicht. Also wir haben unsere Käufer, die kaufen das so hier. Dann könnte ich Ihnen vielleicht noch was anderes empfehlen. Vielleicht mit einem Trampolin. Ja. Ein Trampolin. Hat er gesehen, wie fett Domme ist? Da musst du natürlich drauf. Ich war als Kind schon im Trampolinverein. Im Trampolinverein? Was ist denn ein Trampolinverein? Das wäre also mit Sicherheit was. Ich muss mal eher meine Presse. Ja, das ist doch gut. Bitten vielleicht für die Domme. Testet die das jetzt auch noch mal eben? Ein paar Sekunden später. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Das ganze Rumgehopse, das war aber schon ganz schön anstrengend. Und der Verkäufer hat mich genervt. Ich dachte, sie hätten Schokoladenautomaten entdeckt. Stimulator hört schon toll an. Hört sich an, als ob man damit rumhüpfen müsste. Allein, dass sie jetzt schon wieder so unfassbar schwitzt, ne? Sie ist auf einem Laufband umhergefahren und hat 3-mal auf einem Trampolin gehüpft. Sich aufs Sofa setzen und Fernseh gucken dabei und dabei dann noch abnehmen, das war doch schon immer mein Traum. Ich will da gar nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob die Elektroimpulse bei diesen Muskeln überhaupt ankommen. Bei ihrem Wahnsinnskörper. Um das mal so. Das oh, ich kriege einen Waschbrettbauch. Ich merke das jetzt schon, wie die Fettzellen schmelzen. Ich habe auch richtig gemerkt, dass da schon die ersten Fettzellen dahin schmelzen. Das hat richtig gebrodelt. Ja, Sena. Ey, das ist doch... Das, ja, komm, gönn dir noch die Chips, Domme. Ja, komm, die Nachos reinpfeifen. Geil, Alter, super. Da muss ich dem Körper ja auch wieder was zuführen an Energie. Hallo. Oh. Was machst du denn? What? Oh, das ist ja ganz komisch. Lass mich mal drunter fühlen. Das ist, man muss sich das mal vorstellen als Kameramann. Da sitzen 2 etwas dickere Frauen. Ich meine, die Marianne ist ja jetzt auch nicht gerade die allerdünnste. Sitzen auf dem Sofa und beäumeln sich über Muskelstimulation. RTL in a nutshell. Mein Finger so unter so ein Pad gefasst, habe ich voll ein Gewicht gekriegt. Was für ein Scheiß tust du dir denn da bitte an? Du solltest dir ein Sportgerät kaufen und nicht so ein Scheiß hier. Jetzt ist das, die hast du jetzt echt gegessen dabei, oder was? Ja. Ey, weißt du, das gibt's doch wohl nicht. Wie dumm ist die denn eigentlich? Jetzt. Ey, mir tut die Domme echt ein bisschen leid. Die will ja keinem was zu leide tun und einfach nur abnehmen. Aber trotzdem halt dabei noch Chips und Schokolade essen und dabei Fernsehen gucken. Ah, Domme, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Glück auf deiner Reise. Allerdings würde ich damit das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch meine Reaction hier auf Get Fit with Domme gefallen hat, ich weiß jetzt nicht, wo sie wirklich Sport gemacht hat, aber irgendwie
Ja, es ist halt dumme. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir jetzt unten in die Kommentare weitere Bingo-Sätze, von denen ihr denkt, dass sie nächstes Wochenende, wenn ich auf die nächste Folge mit Domme reagieren werde, wenn ihr denkt, dass da ein Satz drin vorkommt, dann schreibt den unten in die Kommentare. Klickt auf Abonnieren, wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid. Und falls ihr schon Abonnent seid, klickt gerne auf die Glocke, denn dann bekommt ihr Benachrichtigungen, sobald ich ein neues Video hochlade.